Freiheit in Deutschland, das ist Freiheit auf deutschen Autobahnen. Bekenntnisgrüne Miesmacher können noch so sehr motzen. Nirgendwo sonst auf der Welt kann man bei Tempo 200 so entspannt 400 Pferdchen galoppieren lassen. Ja. Guckt euch doch an, wenn ihr mit eurem Porsche fahrt. Ja, was denn? Die meisten sind doch total verstrahlt. Du Arschloch, verpiss dich! Fahr! Weißt du, was das Problem ist bei euch? Was denn? Für euch ist das einfach nur eine Penisverlängerung, nichts anderes. Das ist nicht nur Penisverlängerung. Erzähl mir doch nicht. Bisschen schon, aber bisschen? Ja, was bisschen denn? Viel, weil ihr sonst habt ihr doch nichts anderes. Was hat Deutschland sonst noch zu bieten? Außer Autobahn, wo man frei fahren kann. Eben. Und ja, deswegen. Das wollen sie uns auch noch nehmen. Ne? Ja. Jetzt gibt es ja tatsächlich Bestrebungen, ungute Kräfte im Lande, die sagen, es muss ein Tempolimit her. Da bin ich absolut dagegen. Warum? Ja, das ist die einzige Freiheit, die wir noch haben. Wie wichtig ist es für Sie, dass ein Mann ein großes Auto fährt? Boah, das ist eine schwierige Frage. Also, ich würde sagen, dass ein Auto einen gewissen Geschmack aussagt. Ich denke darauf Wert, dass man einen Geschmack hat. Muss aber jetzt nichts Teures sein oder nichts Großes, nichts, ne, je nachdem, was einem halt gefällt irgendwie. Muss authentisch sein. Mhm. Ist das authentisch genug? Ja, ist es. Wenn ich den nicht hätte, dann hätte ich 20 Liter durch oder sowas. Ja, aber dafür spüre ich mich als Mann. Ja, du spürst gar nichts. Doch, guck mal, Holland. Ja. Fahrst da rein, 120, 130, geht doch auch. Halten wir uns aber alle da, dran. Da pennt einem doch die Fresse ein, auf Deutsch gesagt. Ach, Quatsch. Tut sie doch, wie die schockierenden Bilder einer typisch holländischen Autobahn beweisen. Doch der Irrsinn, er geht weiter. Entschleunigungsfanatiker wie die grünlinke Abgeordnete Laura Brommet haben jetzt in Holland sogar Tempo 100 durchgepeitscht. Will diese Freiheitsfeindin uns allen den letzten Spaß nehmen? Sie in Holland hatten jetzt schon ein Tempolimit von 130, jetzt auf einmal 100. Seid ihr eigentlich total verrückt geworden? Was soll das denn? Ja, die Naturschutzgebiete sind in schlechten Kondition. Ja. Und sie leiden unter Stickstoff. Und langsamer fahren ist eine gute Maßnahme. Ich bin jetzt eben, als ich hingefahren bin, 300 gefahren auf der Autobahn. Und jetzt muss ich hier auf der holländischen Autobahn 100 Stundenkilometer fahren. Ich bin fix und fertig. Wie schaffen Sie das? Scheiße ist das. Dieses schöne deutsche Sprichwort, freie Fahrt für freie Bürger. Gibt es das auch auf Holländisch? Freie Fahrt? Für freie Bürger. Nein, wir sind auch freie Bürger. Ohne freie Fahrt. Manche Frauen, wenn die fahren, die kriegen Panik. Hinten Blinkhupe und gib Gas, mach auf die Seite und ist nur 100 erlaubt. Ja, aber das ist eben genau das Problem. Frauen und alte Leute weg von der Autobahn und nur die Könner auf die Strecke. Und die Macher, die wirklich wissen, wie es geht. Ach, ist doch Quatsch. Das Beste ist ja auch noch, dass der ADAC jetzt auch noch auf einmal neutral ist. Oh, nee, ja, dann steige ich da aus. Ich habe ADAC Plus, dann muss ich da raus. Ich habe hier einen Vorschlag. Ja. Das ist der AfDAC. Der Allgemeine Freie Deutsche Autofahrerclub. Und den kleben wir direkt hinten drauf. Ja. Schön über das Modell hier. AfDAC, der Allgemeine Freie Deutsche Automobilclub. Ich will jetzt auch mal Gas geben. Ich will mich doch gar nicht mit dir diskutieren, ob du dir einen Porsche fährst oder Fahrrad. Jeder zweite Penner kann sich einen Porsche finanzieren lassen. Das hat er da nichts. Bitte? Der hat 120.000 Euro gekostet. Von wegen Penner? Eine Frechheit. Wir fahren jetzt ein Stechen auf Autobahn. Pass auf, mein Freundchen. Ja. Was fahren Sie für ein Auto? Ja, ich fahre elektrisch. Dann setzen Sie sich mal rein. Wollen Sie mal Gas geben? Kommen Sie mal her. So, jetzt geben Sie mal Gas. Macht Spaß? Ja. Ja. Wieder mal einbekehrt, so ist das. Und mit diesen hoffnungsvollen Worten gebe ich zurück ins Studio. Geben Sie ruhig noch mal Gas. Tschüss jetzt. Hallo Leute, ich bin's, der Heute-Schuh-Meme-Ersteller. Wenn ihr mehr heißen Scheiß und Lied-Memes wollt, dann abonniert jetzt den Kanal. Was zur Hölle ist ein Meme-Ersteller?